Hallo, hier ist die Sarah von der Togo Show und da ihr wahrscheinlich so wie wir gerade öfter zu Hause bleiben müsst, haben wir alle Tipps gegen Langeweile für euch. Dieser Tipp oder dieses Video ist eher für die, die einen Hund haben, aber keine Angst, für die anderen haben wir natürlich auch ganz viele Videos gegen Langeweile. Und die, die einen Hund haben, die können jetzt mal aufpassen, denn wir lernen ein paar Tricks mit dem Hund. Und dafür braucht ihr nichts weiteres als ein Hund, ein Spielzeug bzw. ein Ball und die Leckerli, die euer Hund mag. Der erste Trick ist quasi ein Basistrick und zwar Sitz. Mason, komm her. Sitz, fein. Aus dem Sitz kann man dann noch andere Tricks machen, wie zum Beispiel Platz. Dafür streichst du von der Nase nach unten. Fein. Und immer, ganz wichtig, loben, damit die Hunde auch wissen, dass sie das gerade gut gemacht haben. Dann der nächste Trick, dafür muss er wieder in den Sitz. Sitz, hopp, hoch, fein. Hütchen, fein, anderes, fein. Das muss man ein bisschen öfter üben, weil die Hunde meistens nicht verstehen, was man von ihnen möchte. Am Anfang kann man dann meistens eine Pfote nehmen, dann loben, danach kriegen sie einen Cracker. Währenddessen sagt man Pfote. Und dann irgendwann, wenn man sie oft genug dafür gelobt hat, können sie es von selbst. Pfote, fein. Der vierte Trick ist das Bleiben. Das ist besonders wichtig für Hund und Besitzer, denn manchmal muss der Hund einfach nur irgendwo sitzen bleiben, ohne dass man ihn beachten muss. Vielleicht, weil gerade ein Auto vorbeifährt oder ein anderer Hund. Bei dem Bleibtrick kommt ihr also erstmal in den Platz oder in die Sitzposition. Mason ist gerade in der Platzposition. So, jetzt sage ich einmal bleib und entferne mich. Platz, bleib. Und dann zähle ich 21, 22 und dann lobe ich wieder fein. Das könnt ihr dann so weit ausdehnen, wie ihr wollt. Also ihr fangt als erstes vielleicht mal an mit 5 Sekunden, dann 10 Sekunden, irgendwann 30 Sekunden, eine Minute und dann, glaube ich, ist euer Hund ein richtiger Profi. Ja, du willst wieder mehr haben. Pfote, fein. Der letzte Trick ist ein bisschen spielerischer und zwar geht es da um diesen Ball und ums Fangen. Dafür ist der Hund auch am besten in der Sitzposition. Mason, komm her. Sitz, fein. Und dann werft ihr den Ball zu und er fängt ihn. Sehr gut. Und jetzt rennt er mit dem Ball weg. Toll. Fein. Und aus. Das muss man ein paar Mal üben, weil es natürlich sein kann, dass die Hunde damit den Bällen wegrennen. Wo wir zum sechsten, quasi dem Zusatztrick kommen. Und das ist das Springen. Das ist aber eine ganz andere Sache und das dauert ganz, ganz viel Zeit. Mason, komm her. Na, Mason, hat dir das Video gefallen? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Falls nicht, wir haben noch ganz viele weitere Videos gegen Langeweile für euch. Und dann hoffe ich, überstehen wir die Zeit zu Hause. Tschüss!